Der große Widerstand, den bis jetzt Fridays for Future erfährt in manchen Kreisen, ist einfach die Frage immer, wer soll das bezahlen, wer hat so viel Geld? Das wird immer wieder gestellt, die Frage. Ja, Und jetzt ist es halt so, dass die Professoren halt gesagt haben, okay, 900 Milliarden Euro fürs Klima könnten wir in 7 Jahren zu erwirtschaften, könnten wir schaffen, wenn wir es wirklich bald anpacken. Diese 900 Milliarden, die können wir fürs Klima zur Verfügung stellen. 450 Milliarden wird uns der Kohlestopp 26 kosten, denn wenn man die so relativ schnell, die Merkel hat ja angeboten 38, Kohlestopp 38, viel zu spät. Warum hat sie das so spät angeboten? Weil es dann nur 80 Milliarden kostet. Es ist, je später man es ansetzt, desto billiger wird es für die Regierung. Wenn wir 26 machen, müssen wir 450 Milliarden dafür verwenden, weil natürlich die Forderungen der Firmen umso größer sind, je neuer die Kohlekraftwerke sind. Ne? Ja. Und die Lösung der Professoren ist, die sagen, also wir machen zum Beispiel, insgesamt haben die 20 Reformen auf der Palette. Und die erste wäre die Kombireform Ernährung, Gesundheit und Pflege. Also da sind wir uns ja hoffentlich einig, dass unser Gesundheitssystem sehr umstritten ist, wenn man die Medien verfolgt. Dass es da richtige Diskussionen gibt, ob das so taugt, wie es ist. Ne? Und genauso das Ernährungssystem. Wir haben immer mehr Schulkinder, die schon Diabetes haben, die schon Übergewicht haben. Aus den USA kommt quasi eine Welle von Übergewicht auf uns zu. In den USA sterben die Menschen mittlerweile wieder früher. Die Kurve geht also rückwärts. Das ist der beste Beweis dafür. Ne? Ich meine, ich habe gestern eine Diskussion mit einem gehabt. Ja, wir ein Rentner, wir sterben ja auch so relativ früh. Sag ich, das ist genau umgekehrt. Ne? Durch unsere auch ganze Forschung überhaupt auch. Medikamente und so, da leben wir alle länger. Wir könnten nur noch viel mehr dran tun, wenn wir uns besser ernähren würden. Die Übergewichte, ich bin auch wieder dabei, ich hatte das Rauchen oft gehört und von daher Ernährung auch umgestellt, da eben wieder in die Linie reinzukommen. Ne? Je schlanker du gehst, also muss ja nicht dürre sein, umso gesünder, umso höher ist deine Lebenserwartung, ist ja ganz klar, ist doch logisch. Professor Sven Völpel, der gehört jetzt nicht zu diesen Professoren, aber den schätzen wir, der sagt als Altersforscher, dass wir eigentlich die Gene für 127 Jahre haben. Und davon sind wir weit entfernt, 40 Jahre entfernt. Das muss ich aber eins direkt sagen, als vor 10 Jahren circa und davor noch ein Jahr davor wahrscheinlich, vor 2009, unsere Mutter wurde fast 199 Jahre und 17 Tage, sprach ich ein Jahr davor mit einer Psychologin von der SPK hier in der Riehle-Heimstätten. Ne? Die sagte mir, die Forschung, Amerikaner haben mal ergeben, wenn wir alle 120 Jahre alt werden würden, hätten wir alle Demenz. Damaliger Zeit eine Studie. Da gibt es schon wieder neuere Studien dazu. Das ist ja immer unterschiedlich. Aber auf jeden Fall gibt es, für uns Wissenschaftler sind immer so diese Realberichte sehr wichtig. Es wird berichtet, dass im Okinawa, südlichen Insel von Japan, bis vor wenigen Jahrzehnten die Menschen noch mit 110 voll am Arbeitsleben teilgenommen haben. Es wird auch geschildert dort, also nichts mit Demenz dort bei denen, ja. Und es wird auch geschildert, dass da ein fast 100-jähriger Karatekämpfer hat mal einen Boxkampf geliefert mit einem westlichen 30-jährigen Boxer und der Karatekämpfer hat gewonnen mit fast 100. Ja? Dazu musst du fit sein. Ja? Dazu musst du wach sein und fit sein. Da habe ich sogar einen, der hat bei mir früher in einer Baufirma gearbeitet. Der war Vize-Weltmeister im Taekwondo. Der trainiert heute noch mit Mitte über 70. Der ist schon 6, 77 oder was. Die GSG 9, da musst du mal weg tun. Trainiert die noch. Also topfit. Ne? Ja, deswegen, wer rastet, der rostet und stirbt. So ich mache auch Sport, jede Woche mindestens 2. Reise vor dem Sterben, sonst reisen deine Erben. Das ist auch meine Devise. Ja, also, da ist auch was Wahres dran. Jetzt sage ich mal ganz kurz die Formel. Wie die Professoren also uns allen zu mehr Gesundheit, Lebensqualität, aber auch Reichtum verhelfen wollen, aus dem heraus wir dann die Klimaziele, ohne dass es jemandem wehtun muss, finanzieren können. Mein Hausarzt, stell dir vor, ich darf du sagen, ja, klar. Mein Hausarzt, grüß dich, Dylan, Rufname Dylan.
Und wenn ich mir jetzt vorstelle, da wäre jetzt meine Hausarztpraxis, dann würde mir der spaßmachende Gesundheitskurse, Ernährungskurse, Sportkurse anbieten. Denn er wird von dem ganzen Papierkram, von dem wird er entlastet, ja, spaßmachende, comedymäßige, entertainmentmäßige, sogar Tanzveranstaltungen ohne Alkohol und Zigaretten und so weiter wird er veranstalten. Er wird so eine Art Gesundheitsclub aufmachen rund um seine Praxis sozusagen. Und wenn ich dann, das ist das Reformkonzept, Und wenn er dann es schafft, dass ich, dadurch, dass ich ab und zu an den Kursen teilnehme und mir dann auch sonst noch Tipps gibt und sonst wie Sachen macht mit mir, wenn ich dann für jeden Monat, den ich gesund bleibe, kriegt er dann regelmäßig Geld ausgeschüttet von der Krankenversicherung. Also nicht mehr für die einzelne Spritze, die er setzt, sondern für die Gesundheitsergebnis. Ja, also genau. Also auch Förderung letztendlich dadurch. Da für diese Tatsache, was sich daraus ergibt, was er da plant. Also super, tolle Idee. Kann ich nur befürworten. Daran haben die Professoren 51 Jahre gearbeitet, nicht an der Grundidee, die hätten sie auch früher kriegen können, aber wie man das praktisch macht, wie man den Bezahlungsschluss macht, wie man das macht, dass tatsächlich die Krankenversicherung ausrechnen können, dass ich tatsächlich seltener krank werde und dann genau und dann... Für die ist dann nur finanzielle Teil der maßgebliche, die Gesundheit ist dann ja okay, ne? Und außerdem mussten sie Systeme entwickeln, dass der Arzt jetzt nicht anfängt, die Kranken zu vertreiben, sondern dass er sich auch um die Kranken bemüht weiter. Und da hat man auch zwei Systeme für gefunden. Das hat so lange gedauert, weil man muss den Arzt dann auch so, man muss die Rahmen so setzen, dass ein Arzt nichts gewinnen kann, wenn er Kranke vertreibt und sich nur die Rosinen rauspickt, das geht nicht. Ich habe einen Arzt, der käme dann zum Vorschein, leider Gottes. Ne? Gibt es ja überall. Ne? Ist ja leider überall. Und das bedeutet jetzt, dass der Präsident des Allgemeinen Deutschen Patientenverbandes sagt, dass wir so auf diesem Wege, allein durch diese eine von 20 Reformen, jedes Jahr 70 Milliarden plus machen können. Und das ist selber ein Arzt. Das ist also, der ist unverdächtig, weil er selber ein Arzt ist. Und er sagt, unser System ist so ungünstig, weil wir überall Operationen belohnen und viel tun belohnen, aber nicht die Gesundheitsförderung und nicht die Prävention. Sehr gut. Also das halte ich für sehr interessant. Und wo kann man da mal was drüber lesen, erfahren? Ja, sage ich sofort. Also wir schließen das Ganze ab und damit, dass wir sagen, jedes Jahr 70 Milliarden. Und wenn wir es davon schaffen, jedes Jahr 60 Milliarden ins Klima zu schaffen, weil wir müssen ein bisschen die Pharmaindustrie entschädigen, denn die wird in Deutschland einen Rückgang erleben. Ne? Okay. Ja, müssen wir ja so ein bisschen helfen. Müssen wir helfen. Meine, das läuft ja darauf hinaus, auch letztendlich umso mehr Arbeitslose kriegen wir ja auch. Da müssen wir auch dran denken. Ne? Deswegen haben alles da weg rationalisieren, irgendwie was wo. Und dann, wir haben da zigtausende Arbeitslose mehr auf der Straße. Das geht nicht. Deswegen ist die nächste Reform, die automatisch dazugehört, ist die Arbeitsamtreform. Die heißt dann in Zukunft, und der Nomen ist in diesem Falle wirklich Omen, dass nämlich die heißt Agentur für Arbeitsplatzwechsel und Entschädigung. Das heißt, jeder Bürger, der sich durch die Reformen geschädigt fühlt, kriegt direkt Kontakt und die Leute im Arbeitsamt, die Mitarbeiter, kriegen nur noch ein Grundgehalt und kriegen eine Prämie für jeden, den sie an der Hand genommen haben, im realen Leben von Firma zu Firma bewegt haben und untergebracht haben. Und dafür gibt es dann regelmäßige Prämien. Das wäre korrekt. Weißt du, was heutzutage alles abgeht, dann ist ja alles eine Lachnummer. Lehnen sich zurück und sagen, ich verwalte sie gern. Ja, das ist so ein Witz, was da läuft. Das ist typisches Beamtentum, nichts anderes. Das ist eine Schlaftabletten. Je weniger ich mich bewege, desto mehr Karriere mache ich, weil je mehr ich die Arbeitslosen nur verwalte, desto mehr werden es und desto größer steige ich auf. Ein verrücktes System, aber das müssen wir ändern. Ja, so ist es, absolut, ja. Ja, und jetzt heißt es, also wir lassen niemanden mehr in Deutschland allein. Wenn er durch eine Umstellung arbeitslos wird, kümmern wir uns sofort darum. Und wie gesagt, und wenn wir dann jedes Jahr 60 Milliarden ins Klima tun können, und ich habe jetzt nur eine von 20 Reformen erwähnt, aber die eine ist halt natürlich ein Beispiel für alles, dann kommen wir beim Klima mit Riesenschritten voran.